So, da bin ich wieder, heute wieder mal in einer anderen Kulisse, weil irgendwie hat mir das andere, es war mir zu gruselig hinten. Und deswegen bin ich jetzt in unserem Wohnzimmer auf dem Fußboden. Da war es mir immer bequem, aber so kann ich wenigstens alles um mich herum verteilen. Und genau. So, erstmal hier so ein bisschen steilen. So, erstmal herzlich willkommen zu meinem Apfelwanne-Strick-Podcast bzw. Handarbeits-Podcast. Ich bin Inga, ich werde 38 Jahre alt, diesen Monat sogar, bald. Und ja, ich lebe mit meiner Familie, meinen beiden Töchtern, meinem Freund und zwei Terrorkatzen in Lübeck, in Schleswig-Holstein. Für alle, die mich jetzt noch nicht kennen, die neu dazugekommen sind. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, bei den wieder wahnsinnig vielen Kommentaren und den vielen Likes und auch den Dislikes. Ich habe festgestellt, die sind gar nicht so schlimm, was ja beim letzten Mal Thema war. Ich habe jetzt gerade gelesen, die Dislikes, die haben die gleiche Funktion wie die Likes. Das heißt, sie pushen den Beitrag auch. Sie werden bloß dann demjenigen, der halt einen Daumen runter gegeben hat, nicht mehr so oft angezeigt. Und das ist ja nicht schlimm. Wenn der mich nicht sehen will, dann wird er halt noch weniger von mir sehen. Sind alle glücklich, ne? Also seid nicht enttäuscht, wenn ihr Dislikes bekommt. Ist nicht schlimm, pusht das Video trotzdem. Und ja, und die Leute, die einen sehen wollen, die sehen einen dann sowieso. Weil die liken entweder nicht, weil sie es vergessen, oder sie liken dann halt, ne? Aber naja, man lernt ja nie aus. So, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu hell. Ne, ich habe den ISO so ein bisschen hoch gemacht, weil es eben zu dunkel war. Jetzt habe ich die Leuchte noch an. Schauen wir mal. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht überbelichtet sein. Macht einen auch nur hübscher, ne? So, lange Rede, kurzer Sinn, wie immer. Ich schweife gerne ab, kennt ihr ja. So, wo fange ich jetzt an? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich bin heute überhaupt nicht strukturiert. Ich habe noch nicht mal gefrühstückt. Ich habe die Kinder in den Kindergarten gebracht. Ich habe ja heute frei und habe gedacht, ich nehme das jetzt schnell auf, bevor ich es wieder vergesse. Bevor ich es wieder schiebe, ohne Ende. Es kann immer noch Baulärm oben sein. Die sind seit 3-4 Monaten da zugange. Ich dachte, sie wären fertig, sind sie immer noch nicht. Bis zum Ende des Monats nicht. Die Bude muss völlig zerstört gewesen sein von den Vorbesitzern. Ich weiß es nicht, die haben alles rausgerissen. So. Gut, ich hoffe, das wird diesmal nicht so lang. Wir schauen mal. Ich gucke hier. Ich habe ja also mich rumliegen. Ich muss einfach gucken. Wo fange ich jetzt an? Wo fange ich an? Genau. Mit den fertigen Objekten, fertigen Sachen. Ich habe dieses Mal nicht viel fertig. Naja, doch. Naja, geht so. Also, ich fange mal mit dem ersten an. Das ist einmal der Instillness Mini von Alicia Plummer. Und das ist dieser hier. Und den habe ich für meine Große gestrickt. Den fand ich total schön. Der hat hier oben. Ja, wie kann ich nicht so sauber stricken, ne? Naja, ich weiß nicht, ob das eigentlich hübscher aussieht, aber ich finde es trotzdem cool. Ne, ist halt auch ein Raglan und hat oben hier so eine schöne Passe aus, ja, es ist halt so ein bisschen Perlmuster irgendwie, ne? Also rechte, linke, auch rechte, linke Maschen halt nur. Und den habe ich gestrickt aus der Schachenmeier Merino Extra Fein 120. Die Farbe ist Beere. Und die habe ich, Achtung, Dauerwerbesendung. Ich sollte da jetzt eigentlich schon eingeblendet sein. Ich habe das meiste selber gekauft. Manches bekomme ich gestellt, so wie dieses hier. Das erwähne ich dann extra. Das habe ich gestellt bekommen, nicht von Schachmeier, sondern von Stoffe.de. Ist, denke ich, einigen ein Begriff. Ich dachte früher, die haben nur Stoffe. Nö, die haben ganz viel. Die haben auch Wolle, die haben auch Bastelsachen, Sticksachen, Häkelsachen. Die haben irgendwie, ich glaube, so ziemlich alles, was man an Handarbeiten machen kann. So. Und genau, da habe ich diese Wolle dann gestellt bekommen, genauso wie zwei andere Wollen noch, das zeige ich euch dann noch. Und genau, da habe ich dann schöne Fotos gemacht, einige haben es schon bei Instagram gesehen, da habe ich die Große schon fotografiert mit, die zieht das Ding auch super gerne an, da bin ich voll glücklich drüber. Das ist ja immer so ein Glücksspiel mit ihr, ne? Also manche Sachen findet sie gut, manche nicht, und den zieht sie sich tatsächlich ganz oft von alleine an. In dem fühlt sie sich richtig wohl. Ich hätte ihn gerne doch vielleicht ein bisschen länger stricken sollen. Also sie fühlt sich zwar wohl, aber ich merke halt, wenn sie halt wirklich nur eine Leggings drunter hat, dann ist das schon ganz schön kurz. Ne, deswegen mag ich das eigentlich lieber, wenn sie da so ein Kurzarmkleid drunter hat oder irgendwie so ein Rock noch zuträgt, weil sonst sieht das irgendwie das ein bisschen, ja, cropped aus, ne? Ja, aber der Instillness Sweater ist eine Kaufanleitung bei Reverie auf Englisch, aber total easy peasy zu stricken. Also auch für Anfänger tauglich definitiv. Und ja, der sieht schon, hat schon etwas gelitten jetzt, ne? Also der ist schon hier, pellt schon so ein bisschen. Aber den hat sie jetzt auch schon recht oft angehabt. Aber der ist halt auch schön warm. Also warm für den Herbst. So ein Kuschelpulli ist halt schon echt toll, ne? Jo, das war der. Nummer 1, abgehandelt. Dann habe ich fertig. Ja.
Das ist was, worauf ich besonders, so richtig, richtig, richtig doll stolz drauf bin. Ich habe, einige haben es vielleicht schon mitbekommen, bei Instagram und bei Facebook, ich habe meine allererste eigene Strickanleitung geschrieben. Ich bin da so stolz drauf. Und es ist eine Bonnette geworden, eine Bonnette-Mütze. Habe ich halt mehrere jetzt natürlich im Rahmen des Teststrickens selber auch fertig bekommen, weil ich selber auch verschiedene Größen gestrickt habe, um zu gucken, geht das alles auf. Und ja, die Bonnette Anna heißt sie. Anna, weil es ist ein skandinavischer Name und ich liebe den skandinavischen Stil, werden sich einige schon gedacht haben. Und ich habe festgestellt, dass es einfach im deutschsprachigen Raum und auch im englischsprachigen Raum einfach viel zu wenig Anleitungen gibt, die den skandinavischen Stil haben. Es gibt einiges. Es gibt Petit Knit, es gibt Clever Knitwear, es gibt, ich glaube, Little and Loop hat auch einige auf Deutsch und Englisch, Knitting for Olive, Studio Goethe hat, glaube ich, auch ein bisschen was. Aber die haben halt immer nur so ein, zwei Anleitungen auf Deutsch, so drei, vier auf Englisch. Petit Knit ist da, glaube ich, so ziemlich die größte. Die hat ganz viele auf Deutsch, aber eben auch nicht alle. Aber schon recht viel. Also da ist das Sortiment schon recht groß. Aber sie hat, einen schlichten Stil, den ich auch sehr mag. Aber manches ist mir vielleicht sogar zu schlicht. Also schon schön. Aber ich weiß nicht, also es sind halt so Sachen, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Also vielleicht kennt ihr das, wenn man so Sachen schon ganz oft gesehen hat, dass man sie einfach irgendwie nicht mehr sehen kann. Ne? So zum Beispiel wie diesen Anchors-Pulli und was gibt es noch ganz oft von ihr? Ja, den Harald sieht man zum Beispiel gar nicht so oft. Den finde ich tatsächlich schön und den habe ich auch schon überlegt, den öfter irgendwie vielleicht mal zu kaufen. Aber hier gerade das Anchors, ne? Das ist ja so das Bekannteste von ihr und ich finde das auch richtig schön. Und ich habe mir auch vorgenommen, vielleicht stricke ich den noch irgendwann, aber im Moment kann ich ihn tatsächlich nicht mehr sehen, weil ich ihn einfach überall und ständig sehe. Und ich habe mir so gedacht, es gibt einfach so viele andere skandinavische Strickdesigner, die im deutschsprachigen Raum die Anleitung überhaupt nicht. Also die sind halt wirklich nur dann auf Norwegisch, auf Schwedisch, auf Dänisch. Und das ist so schade, weil die so wunderschöne Anleitungen haben. Und das ärgert mich immer so. Und ich habe immer keine Lust, mir die ständig dann in den Google-Übersetzer zu schmeißen. Und ja. Und ich glaube einfach, dass es ganz, ganz vielen auch so geht, dass sie den skandinavischen Stil toll finden, dass sie aber eben einfach sich nicht an die englische Anleitung rantrauen und schon gar nicht an die schwedischen. Und da geht es mir ja ähnlich. Aber schon gerne sowas einfach stricken möchten. Und da habe ich mir überlegt, ich möchte das einfach dann eigene Designs machen in diesem Stil und die halt dann richtig, richtig anfängertauglich machen. Das ist mir wichtig, weil ich eben auch ganz viele Muttis ansprechen möchte, die vielleicht gerade ein Baby bekommen haben oder ähnliches und irgendwie vielleicht nur rechte Maschen können, vielleicht nur Topflappen gestrickt haben bisher, aber unbedingt auch mal eine Mütze für ihr Baby stricken wollen oder vielleicht mal so eine Bluma oder irgendwie eine Weste oder ein Raglan-Shirt, aber sich da einfach nicht rantrauen, weil man einfach von solchen Anleitungen ganz oft auch erschlagen wird und mit Fachbegriffen zugedonnert wird. Und da habe ich mir überlegt, das möchte ich halt nicht. Ich möchte eine Anleitung schreiben, in der wirklich so ein Anfänger alles hat, was er braucht. Eben die Verlinkung zu den entsprechenden Videos. Wie mache ich auf? Also wie schlage ich an? Wie kette ich ab? Wie mache ich einen Umschlag? Wie stricke ich zwei zusammen? Eben die ganz einfachen Sachen, die für uns so völlig normal sind, die kann ein Anfänger nicht immer unbedingt. Ne? Da kann man diesen Begriffen einfach nichts anfangen. Und deswegen habe ich das halt alles verlinkt in meiner Anleitung und habe wirklich versucht, das so anfängermöglich, ja, so gut wie möglich zu schreiben. Ich hatte ganz viele Anfänger in meinem Teststricken. Und da kam, obwohl ich mich selber auch noch eigentlich schon irgendwie Anfänger, mittelfortgeschritten so bezeichnen würde. Und ich dachte wirklich, ich habe da schon so anfängertauglich wie möglich geschrieben. Und da kamen tatsächlich Fragen, wo ich gemerkt habe, das ist für mich selber schon selbstverständlich gewesen, aber für einen Anfänger ist es das nicht. Und deswegen stricken viele Anfänger einfach gewisse Anleitungen einfach auch nicht, weil sie damit überfordert sind. Und kann ich vollkommen verstehen. So, Gelaber. Ich habe eine Anleitung geschrieben. Ich habe sie testen lassen. Es ist skandinavischer Stil. Ich habe mir die Bonnettmütze ist ja schon seit Jahrhunderten, ne? Kennt man die ja, diese Babykappen. Ich habe mir praktisch nur ein Muster dazu ausgedacht. Ganz normales Lochmuster, also gibt es vielleicht irgendwo auch schon, ich weiß es nicht. Also ich habe es jetzt einfach so, weil ich es hübsch fand und habe das mir irgendwie so zusammengefasst. Ne, solche ähnlichen Muster wird man immer irgendwo finden. Das ist halt, ne, also man kann nichts neu erfinden, aber in dieser Zusammensetzung finde ich das halt sehr schön. So, das ist jetzt eine Mütze für 3 bis 6 Monate. Hinten
wird dann halt hier entsprechend abgenommen, zusammengenäht oder in Runden gestrickt, das kann man sich halt überlegen, Bündchen unten dran, Kordel dran, na, dann rutscht das nicht mal vom Kopf. Da habe ich mehrere von gestrickt, das ist jetzt zum Beispiel in der Größe für mein Äffchen. Ja, das ist so eine Bambus-Merino-Wolle, die ist von Systrene Grene für 3 Euro noch was, die ist echt richtig günstig, aber auch schön, also auch schön flauschig. Das war hier, glaube ich, von Katja, die Katja Prime Merino, die hat sich richtig toll gestricken lassen, richtig, richtig schön. So, dann habe ich hier noch, die ist auch mein Coverbild auf meiner Anleitung. Auch, ne? Cordel. Und das war die allererste, die ich gestrickt habe. Die ist noch nicht ganz so schön geworden, weil die natürlich, da war die Passform nicht so ganz so toll. Ne? Die war eigentlich fürs Äffchen, passt aber witzigerweise auch meiner Großen. Und meine Kleine mag die gar nicht anziehen, die Mütze. Die mag lieber normale Mützen, aber die Große findet sie gut. Das ist, weil sie sagt, das ist so Elsa, ne? Findet sie total gut. Ich habe ihr auch eine blaue, aus so Glitzerwolle gestrickt. Die trägt sie richtig gerne, aber die hat sie jetzt heute, hat sie die mit? Nee, hat sie doch im Kleinen vergessen, wie das nur so ist, ne? Genau. So, meine Anleitung bekommt ihr bei Ravelry und bei Etsy. Verlinke ich euch unten auch in den Kommentaren. Könnt ihr mal gucken, wenn ihr Lust habt oder nicht. Ich habe ganz tolle Teststricker gehabt. Die haben so grandiose Bilder gemacht. Ich war kurz vorm Heulen. Ne? Ich so, oh, das ist so schön, das ist so schön. Da mochte ich meine eigenen Bilder schon gar nicht mehr zeigen, weil die Teststricker einfach so tolle, tolle Bilder gemacht haben. Ja. Ach, da ist mir so richtig das Herz aufgegangen. Ne? Also auch so beim. Das war ja nun auch mein erster eigener Teststrick so. Ich hatte ja gar keine Ahnung, wie man, ich kannte das nur aus dem Probenähen, wie ungefähr sowas geleitet wird. Und hatte echt die Hosen voll am Anfang, ja. Aber ich habe echt tolle Mädels da und die haben einem dann auch Mut gemacht und das war halt schon total schön. Ich habe unheimlich viel gelernt in diesem Teststrick, ich lerne immer noch dazu. Und es hat mir natürlich Mut gemacht, noch mehr zu machen. Und ja, so habe ich halt in meine Fachbücher so ein bisschen geguckt, ne, weil ich ja auch immer noch gucken muss, wie funktioniert das alles. Ich muss mich da ja auch erst reinfuchsen, weil ich habe das nicht gelernt. Ich bringe mir das gerade selber so ein bisschen bei und ja, versuche dann da einfach was Schönes zu kreieren. So, Eigenwerbung, ne? So, genau, was haben wir noch? Dann haben jetzt im Teststrick haben dann alle gesagt, mach doch nochmal ein Tuch dazu. Mach doch nochmal irgendwie, vielleicht, das Muster sieht auch in der normalen Mütze gut aus. Und das hatte ich tatsächlich alles auch schon irgendwie auf dem Plan. Ganz viele Ideen, ich möchte auch noch eine Tunika machen. Ich habe, ach, jetzt habe ich vergessen, die zu holen, ne? Ich habe schon eine fertig. Aber die ist zu groß, da ist der Ausschnitt viel zu groß. Und ja, die habe ich jetzt nicht hier. Egal, kann ich euch ein Bild einblenden dann, ne? So ein Tragebild von der Großen. Auf jeden Fall habe ich gedacht, naja, da brauche ich auf jeden Fall länger für. Weil das ist nicht mal eben gestrickt. Und habe dann jetzt erstmal angefangen, Tuch zu stricken und noch eine normale Mütze. Und dabei ist dann das entstanden. Auch so ein Kindertuch, ne? Mit demselben Muster habe ich so ein Perlenmuster noch mit eingebaut. Ich hoffe, das wird jetzt nicht überbelichtet hier. Und genau, also ein normales Dreieckstuch. Und das kann man ja wachsen lassen, kann man theoretisch auch für Erwachsene stricken. Ne? Also das kann man halt wirklich für klein stricken, für groß. Ich weiß jetzt nicht genau, ich bin immer noch auf der Suche nach einer Tabelle, wie groß so ein Tuch sein sollte für die verschiedenen Größen. Ich habe noch nichts gefunden, noch gar nichts. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht mindestens doppelter Halsumfang plus 10 cm oder so, dass man das halt hinzukriegt. Und dann halt je größer, wenn man es voluminöser haben möchte. Aber letztendlich, ich muss noch mal gucken, wie ich das mache. Da setze ich mich auf jeden Fall nachher an die Anleitung. Die will ich fertig machen, genauso wie für diese Mütze. Da habe ich das Muster noch mal so ein bisschen wintertauglicher reingemacht. Ohne Löcher, also mit linksverschränkt gestrickten Maschen, damit das halt nicht so zieht. Aber eben eine normale Mütze, dass es eben auch so für Jungs geht. Und das habe ich halt überlegt, so ein bisschen so als Set. Da will ich mich nachher an die Anleitung setzen. Ich habe schon eine Klatte geschrieben, aber ich muss das nochmal hübsch aufschreiben, weil die Teststricker schon mit den Hufenscharen, die wollen weiter stricken. Und ja, mal gucken. Ich habe jetzt diese beiden, finde ich halt auch schon sehr schön. Meine Große mag sie leider nicht, weil sie kein Grün mag. Und ich finde das so schön. Das ist nämlich die Sandless Garn Duo. Und da ist ja immer so ein Baumwollanteil mit drin und dadurch wirkt das halt so schön meliert. Ne? Kann man das hier sehen? Ich glaube, das wird hier alles zu hell jetzt, ne? Ich hoffe, das wird jetzt hier nicht... Na, mal gucken. Genau. Und dann habe ich überlegt, so dieses Tuch ist halt ein Tuch, viele Möglichkeiten, ne? Ich habe dann nochmal ein zweites gestrickt aus der Sandness Garn Smart.
Der hat eine ähnliche Maschenprobe, also ähnliche Stärke, die ist halt, hat nur eine andere Zusammensetzung, das ist halt reine Merinowolle, meine ich. Habe ich nochmal, aber ich habe das diesmal nicht mit Perlmuster, sondern eben mit Kraus rechts und dann eben auch nur zwei Kraus rechts rein. Also man kann da echt spielen, wie man möchte. Kann man sich echt austoben. Ne? Und ich habe überlegt, ich glaube, ich werde auch verschiedene Möglichkeiten in die Anleitung damit reinnehmen, dass man halt entweder Perlmuster oder Kraus rechts oder so, dass man da halt einfach wirklich experimentieren kann und dass jedes Tuch einzigartig wird. Ne? Dass nicht 10 Leute mit demselben Tuch rumlaufen, sondern dass jeder sagt, okay, ich habe hier so meine Grundanleitung und ich mache das Muster, verteile ich dann so und so und mache dann dazwischen irgendwie nochmal irgendwie eine Kraus-Rechts-Reihe oder eine Perlmusterreihe oder wie auch immer. Und dass jeder so sein individuelles Tuch einfach hat. Und das finde ich halt total schön. Ne? Und dann, genau, werde ich das als Kombi-E-Book machen, auf jeden Fall mit Mütze und Tuch in einem. Und das geht dann jetzt auch an den Teststrick. Genau, ich werfe das da, denke ich mal, an die Gruppe rein, die halt auch die Bonett getestet haben. Die haben das ganz toll gemacht und die freuen sich halt auch schon drauf. Und genau, mal sehen, wie lange wir dafür brauchen werden. Also heute werde ich den restlichen Tag, ich werde gleich erstmal frühstücken und dann den restlichen Tag an der Anleitung sitzen. Und dann mal gucken, das ist auch Eigenwerbung. Apfelpanne Design. Ach, ich freue mich. Das ist schon, hört sich cool an, oder? Ich bin da echt so stolz. Ich hätte nie gedacht, dass ich das hinkriege, ne? Dass das so... Aber ich habe einfach auch gedacht, ich versuche es einfach und wenn es in die Hose geht, geht es in die Hose. Ribbeln kann man immer. Wenn es kacke wird, dann macht man es halt wieder auf. So, ne? Geht ja auch um den Strickprozess an sich. Aber ja, ich habe sogar schon ein paar E-Books verkauft von der Bonnet. Ich bin stolz, so ein bisschen. Ich freue mich einfach. Und so ein bisschen gerührt. Ach ja, genau, mache ich jetzt gar nicht. Ich wechsle mal das Thema jetzt, ne? So fange ich an zu heulen. So. Genau, dann, ich rausche wieder so durch, ne? Mir hat euch jemand geschrieben, dass sie mich langsamer stellen muss, damit sie mitkommt. Es tut mir leid, ich kann schnell reden und viel. Und ich habe immer noch keinen neuen Akku für meine Kamera. Sonst, weil der halt irgendwie, der nicht, der ist voll, aber irgendwie macht der nicht so lange mit. Naja. Achso, übrigens habe ich die Sandness Garn Wolle bestellt bei Dein Stück Glück, bei Pia. Die hat... Ein Shop ganz nach meinem Geschmack. Die hat eben auch skandinavische Wolle, die hat im Sortiment Lang und Sandness Garn. So, reicht ja auch, ne? weil ich finde es halt gut, weil ich stricke halt unheimlich gerne Uni. Ne? Und ich mag nicht so bunt stricken, ich mag das gerne einfarbig oder eben gesprenkelt oder leicht changierend. Auf jeden Fall eben ganz schlicht. Und Sandness Garn und Lang hat eben solche Garne. Und das ist, ich mag handgefärbte Garne, mag ich sehr gerne. Ich mag aber auch unheimlich gerne Industriegarne. Weil es da einfach unheimlich Schöne gibt. Eben ein bisschen meliert oder im Tweed-Stil oder einfach unheimlich schöne Farben auch. Ne? Und ich bin halt absoluter Fan von Lang und von besonders von Sandness Garn. Es gibt auch einige andere, die ich super gerne mag. Genau, und die liebe Pia konnte ich dann halt so ein bisschen anheuern, dass sie unser Teststrickteam supportet. Und da haben wir dann so eine kleine Kooperation gemacht, dass sie halt... dass meine Teststricker halt eine kleine Vergünstigung bekommen haben, damit sie sich so ein bisschen mit Wolle eindecken können und so eben den Teststrick machen konnten. Und das fand ich total lieb. Und da auch vielen lieben Dank an dich, Pia. Das fand ich super toll, dass wir da zusammengekommen sind. Und genau. Und wer Dein Stück Glück noch nicht kennt, hüpft unbedingt mal da rein in den Shop. Nicht in den Shop direkt. In den PC rein. Guckt euch das einfach mal an. Ich verlinke euch das. Jetzt schlägt mein Fuß hier gerade ein. Aua. Und es kribbelt. Und naja, genau, das war das nochmal. Nicht, dass ich hier was vergesse zu erwähnen. Ich habe hier schon wieder so viel auf dem Zettel, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel fertig habe. Ich habe auch schon wieder keine Struktur. Ne? Ich springe jetzt von fertig. Doch, ich glaube, die fertigen Sachen habe ich. Habe ich fertig. Jetzt komme ich zu den Sachen, die ich gerade auf der Nadel habe. Und das ist dann ein Projekt, das wird auch wieder, wenn ich es hinbekomme, ein eigenes Design. Eben eine Tunika für Mädchen, also Babys und ja, Größe muss ich mal gucken. Ich muss halt gucken erstmal, ob das, was ich jetzt, ich habe das glaube ich schon 10-mal geribbelt. Ich habe 3 verschiedene Wollen benutzt, ich habe 2 Fachbücher durch, ich habe mir Videotutorials angeguckt, wie funktioniert das richtig mit dem Raglan. Und es ist halt schwierig, es ist eigentlich ganz einfach, aber es ist eben schwierig, gerade bei Babys und Kleinkindern. Jetzt geht hier gleich schon wieder die Kamera auswetten, das blinkt schon wieder alles so. Weil die halt so einen großen Kopf haben.
Ja, und also meine Große zum Beispiel, die ist 5, die hat praktisch so einen großen Kopf wie meine Kleine mit 1,5. So, und da ist halt immer das Problem, wie viele Maschen nehme ich für den Anschlag? Ne? Normalerweise würde ich sagen, keine Ahnung, also die erste Tunika, die ich gestrickt habe, die rutscht ihr von den Schultern, weil da habe ich den Kopfumfang genommen. Ist natürlich total blöd, weil der Kopf ist ja, ne? So, und jetzt habe ich überlegt, naja, vielleicht den Halsumfang plus 10 cm. Ich habe dann mal geguckt, wie rechnen sie die sich das in den Büchern aus. Ich habe das dann selber einmal zurückgerechnet. Ich so, welches Maß haben die genommen? Man findet nirgendwo ein richtiges Maß, oder ich bin zu blöd. Ne? Aber ich habe gefühlt alles durch. Man findet kein richtiges Maß für den Maschenanschlag für einen Raglan. Cardigan, ja, da kannst du den Halsumfang nehmen, aber für einen Pullover. Also für Kinder, für Kleinkinder, für Babys. Und ja, ich habe jetzt überlegt, ich mache das jetzt so wie die meisten Skandinavier auch, dass ich halt hinten einen Schlitz mache und dann, dass da ein Knopf ankommt. So. Und das wird dann. So weit bin ich jetzt. Na? Da habe ich hier so meine Raglanlinie. Die finde ich so ganz schön, so löchrig. So, und dann habe ich hinten, habe ich jetzt halt einen Schlitz drinne und da kommt dann hier ein Knopf ran und dann sollte das passen und ich habe jetzt den Halsumfang genommen, weil ich denke, das dehnt sich eh noch alles durch das Bündchen. Und mal gucken, ich werde mal gucken, wie es dann sitzt. So, und ich werde dann hier jetzt noch ein bisschen in glatt rechts stricken, in Runden und dann kommt da nämlich ein süßes Rockteil dran und dann das Muster aus der Anna Bonnet will ich da unten nochmal auffangen. Allerdings verkehrt rum, weil ich ja von oben angefangen habe. Ne? Aber das hat mir jetzt bei der anderen Tunika, die zu groß geworden ist, schon sehr, sehr gut gefallen. Also gerade so dieses Legere, wie das fällt, das ist nicht zu eng, das soll schon locker sitzen, aber der Ausschnitt muss halt dann enger sein. Und ja, dann gibt es so kleine Puffärmelchen und mal schauen, ob ich das hinbekomme. Und wenn ich es hinbekomme, ob ich das auch auf andere Größen umgerechnet bekomme. Ihr werdet sehen, ob das als E-Book rauskommt oder nicht. Das ist übrigens die Sienna von Rico Design. Das ist eine Merino-Wolle. Ja, das Standard-Merino-Garn da, was man halt für Pullover und so gerne nimmt. In der Farbe, das ist halt so ein braun-Aubergine-Mix-Dings. Oder so ein Schokobraun oder so, ich weiß das nicht. Auf jeden Fall kann das Äffchen sich noch nicht wehren. Dem ist die Farbe egal, da kann ich sowas noch testen. Bei der Großen heißt es dann, nein, ich mag kein Braun, ich will Pink. Die zickt momentan richtig rum. Das Alter mit 5, ne? Das ist sehr lustig mit ihr im Moment. Aber ich liebe sie. Ich liebe meinen Drachen. So, genau. Die kriegt eine in Lila dran, wenn das bei der Kleinen passt. Ich teste natürlich erstmal für die Kleine, weil die sind schneller fertig, die ganz kleinen Sachen. Und das wohnt in meiner Projekttasche, die ich mir selber genäht habe. Ne? In meiner Britta Bag. Ups. Ne? Aus schönen Canvas und ich habe übrigens wieder einige fertig, die zeige ich euch auch. Die sind derzeit auch aktuell noch im Shop und noch nicht verkauft. Also falls ihr noch jemanden haben will. Ne? Geht das schon ausgegangen? Nee. So, dann habe ich weiterhin auf den Nadeln. Und das ist wieder Werbung für Stoffe.de. Da habe ich euch die Wolle schon gezeigt. Das ist der Ringelpulli von Rosa P. Aus der Lamana Piora. Und das ist bin ich noch nicht so weit. Also es ist nicht das helle Garn geworden, es ist tatsächlich das Rost geworden, weil ich das irgendwie cool finde. Ich mag das so kontrastreich, ne? Finde ich total geil irgendwie mit diesem Braun. Ja, und da ist jetzt oben ja, also das ist so rum quasi und es ist oben halt ein sehr weiter Ausschnitt, aber ich mag das ja. Ich mag das ja nicht, wenn das so eng ist. Und der ist halt hier noch, ne, mit einem Hilfsgarn, also da wird nachher noch ein Rollbündchen dran gestrickt. Ja. Das pausiert im Moment gerade noch ein bisschen, weil ich jetzt erstmal mit den eigenen Projekten zugange bin. Aber da freue ich mich auch schon drauf, weiter zu stricken. Und ich freue mich drauf, auch den zu tragen, weil der einfach jetzt schon beim Stricken einfach so weich ist. Ne? Das ist ja so Alpaka, reines Alpaka-Garn. Und das ist halt so ein Lace-Garn auch. Da hat, ich glaube, 50 oder 100 Gramm. 100 Gramm, glaube ich, 400 Meter auch. Irgendwie so. Und das wird zweifelig gestrickt, ne? Aber es ist so schön. Also das muss ich jetzt unbedingt weiter stricken, weil das ist echt super für den Herbst, Winter. Und das wohnt in meiner großen Projekttasche, die habe ich euch beim letzten Mal schon gezeigt, ne? Mit dem Stoff drinne. Ich liebe ja Cord. Genau, das ist der Ringelpulli, da blende ich euch
ein Bild ein oder ich zeige euch das hier einfach noch. Ich weiß gar nicht, ob die den noch alle auf dem Zettel haben, wie der aussah. So, Stricksachen, Ringelpulli, wo bist du hin? Da. So, genau, und der ist ja von Rosa P. Und den finde ich halt schon richtig cool, ne? Der ist halt auch richtig schön schlicht, genau mein Ding, ne? Und genau, oben richtig schön weiten U-Boot-Ausschnitt, lange Ärmel, finde ich richtig geil. Und unten halt nochmal so ein schönes Lochmuster. Genau meins, sowas mag ich. So, ich hoffe natürlich, dass der passen wird, ne? Aber wird man dann sehen. Ach so, übrigens. Kann ich ganz stolz nochmal zeigen. Das Deckblatt von meiner Anleitung. Genau, die Anna Bonnet. Mit meinem Äffchen drauf natürlich. Ne? Ganz spannend. Mal sehen, ob ihr da noch mal von mir sehen werdet. Ich bin echt gespannt. So, was habe ich noch fertig? Dann habe ich einige Projekttaschen, die ich, genau, konnte ich euch beim letzten Mal nicht zeigen. Eine, die ist schon verkauft. Das ist diese hier. Die finde ich aber auch besonders schön. Das ist ein Petrol-Cord. Auch eine große Tasche wollte sie gerne. Und innen habe ich dann diesen Tilda-Stoff. Ich finde, der passt auch grandios dazu. Ne? Ja, richtig schön. Genau, die muss ich noch verpacken und verschicken. Und das Witzige ist, die Kundin hat tatsächlich schon zwei Taschen von mir. Das ist natürlich richtig toll, ne? Freue ich mich, dass die so beliebt ist. Genau. Und dann habe ich noch fertig, auch noch eine große mit einem Henkel, weil ich finde immer, man geht damit ja nicht spazieren, doch vielleicht spazieren, aber nicht unbedingt shoppen. Ne? Es geht ja immer nur darum, dass man das hier so vielleicht einmal über die Schulter packen kann oder was, ne? Wenn man so... Und das ist halt so ein... Das kommt jetzt nicht richtig rüber, ne? Das ist eigentlich so ein Beereton, also so ein Beere-Rot-Pinky, also nicht so krass, wie es hier ist. Also es ist schon so dunkler, also mehr so ein Herbstton. Ja, das kommt jetzt, Rot kann man so schlecht einfangen, ne? Und innen habe ich dann halt dieses Türkis. Finde ich halt auch richtig schön, die ist im Shop noch vorhanden. Und natürlich hat man hier wieder ganz klassisch, ne? Die Innenfächer. Ich habe immer so zwei Fächer, zwei größere und zwei kleine für Stifte und Stricknadeln nochmal, für so Ersatznadeln. Und natürlich mit Kordel mag ich einfach lieber, weil die Stricksachen so nicht kaputt gehen. Ne? Ich bin mit Reißverschluss, ist nicht so meins. Erstmal, weil ich keine Reißverschlüsse einnähen mag. Ich habe zwar gerade welche gekauft für so kleine Taschen, die ich noch nähen möchte und vielleicht in den Shop nehmen möchte, da muss ich mal gucken. Mein Mann fragt, ob ich schon seine Sachen bei Amazon bestellt habe. Genau. Gedächtnis wie ein Sieb, ne? Trotz To-Do-List vergesse ich alles. Ja. Genau. Erstmal, weil ich keine Reißverschlüsse einnähen mag. Ich hasse das. Das sieht auch immer kacke aus bei mir. Wie gesagt, das macht die Stricksachen halt auch kaputt. Oft. Ich zumindest. Ich merke das bei meinem Weekender, wenn ich den habe und dann meine Jacke drüber ziehe, zack, schon wieder eine Masche drin. Ich denke, irgendwann zerschrotte ich mir das Ding, nur weil ich mir eine Jacke anziehe. Ne? So blöd muss man sein. Aber ich kann alles. Ich kriege alles hin. Alles paddelige. So, die nächste Tasche. Einmal rosa. Auch wieder mit Label natürlich, ne? Rosa. Das ist halt so das kleine Format für Kindersachen, Socken und sowas. Und in dann ganz schlicht grau. Auch wieder mit den gleichen. Ich mache immer die gleichen Innentaschen. Immer zwei etwas größere und zwei kleine. Oft braucht man sie auch nicht, ne? Da steckt man wirklich höchstens mal einen Stift rein zum Abhaken, die Anleitung vielleicht oder so. Oder ein paar Maschenmarkierer oder so. Oh, mein Maschenmarkierer. Ich raste hier gleich. Oh. Ich glaube, bei mir gehen auch die Wechseljahre los. Ich habe immer so Schüttelfrostattacken und dann ist mir wieder heiß. Und oh Gott, ich werde gerade 38. Naja, manche haben es noch früher. Ne? Egal, gibt Schlimmeres. So, genau, nächste Tasche. Dann, die finde ich auch besonders schön. Das ist ja das Schlimme. Wenn ich die Tasche nähe, dann denke ich mal, behalte ich selber. Nee, ich kann ja nicht alle selber behalten. Doch, könnte ich. Aber naja, irgendwann weiß man auch nicht mehr, wohin damit. Ne? Ich Strähne im Auge. So. Das ist einmal auch nochmal, natürlich alles Kord, ne, sieht man. Und das ist so ein Rauchblau, das kommt jetzt hier auch nicht so richtig rüber. Ich glaube, ich bin hier auch völlig verstrahlt hier gerade, ne. Ich hoffe, ich muss mal gucken, wenn ich das Video nachher wo arbeite. Das sehe ich täuscht auf dem Bildschirm. Naja, das ist ein Rauchblau, auch wieder das kleine Format für Socken und so. Und innen so ein schöner Canvas. Finde ich halt auch super schön. So. Und nochmal eine große, die ist ein bisschen teurer, weil das ein echt Ledergriff ist hier dran. Und da habe ich das Label nochmal.
richtig cooles Frühlingsgrün, ist auch eine große Tasche, passen halt gut Sweater und so rein. Und innen ist auch nochmal der Tilda-Stoff, aber diesmal so in Creme. Den finde ich halt auch wunderschön. Ich liebe Tilda-Stoffe, ne? Ist die Kamera ausgegangen, ne? Habe ich ja eben schon angekündigt, dass das gleich passieren wird. Ich muss mich hier so ein bisschen rotieren. Ich sitze hier auf dem Fußboden, mir schlafe, stelle ich die Füße ein. Aber ich habe hier einfach am meisten Platz und irgendwie nicht so viel blöd Kram im Hintergrund. So, durchatmen. Genau, hier ist einmal so der Tilda-Stoff nochmal, ne? Den ich halt auch so unheimlich schön finde. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich liebe das. Wenn ihr das auch liebt, guckt bei mir im Shop. Da sind noch ein paar Taschen da. Oder guckt da nicht, wie ihr möchtet. Eigenwerbung. Auch heute voll viel Eigenwerbung. Das gibt bestimmt viele Dislikes. Ach ja. Wer meinen Humor nicht mag, ne? Ich mag den. So. Gut ist, wenn man über sich selber lachen kann. Ich kann das. So. Dann hatte ich ja beim letzten Mal die Gewinnerin von dem Gewinnspiel mitgeteilt, erwähnt und herzlichen Glückwunsch und so. Und die hat sich nicht gemeldet. Das heißt, diese Tasche hier ist noch da. Mit den Lamas drin. So. Und jetzt habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Und dann, ja, weiß ich nicht. Ich habe gedacht, ich werfe die jetzt einfach nochmal so in den Raum. Also falls einer von euch die toll findet, sonst behalte ich sie selber. Ne? Wenn die keine haben will, behalte ich die selber. So ist das ja nicht. Ne? Ja, aber würde ich sagen, gut, dann haue ich sie jetzt einfach nochmal in den Raum. Wenn ihr die gut findet dann, und gewinnen wollt, dann schreibt mir das einfach in den Kommentar, dass ihr die, ob ihr die haben wollt oder nicht, ob ihr euch darüber freuen würdet und dann lose ich nochmal neu aus. Ne? So ist das ja nicht. Wer nicht will, der hat schon. Und genau, dann würde ich sagen, was für ein Datum haben wir heute? 11. Dann lassen wir das bis zu meinem Geburtstag laufen. Ich habe am 20.11. Geburtstag. Und bis dahin würde ich sagen, lasse ich die Verlosung laufen. Und dann, ich werde auch am 20. direkt, ich glaube, ich nehme den Tag frei. Wir könnten ja mein Geburtstag, kann ich auch frei nehmen, ne? Genau, dann werde ich an dem Tag auch auslosen. Ich weiß noch nicht, ob ich sie an dem Tag oder den Gewinner bekannt geben werde. Auf jeden Fall werde ich an dem Tag auslosen, damit es eben auch fair bleibt. Und genau, und dann im nächsten Podcast teile ich euch dann mit, wer gewonnen hat. Und hoffe mal, dass sich der Gewinner dann meldet. So, genau, das ist das. Wo sind wir jetzt? Muss ich hier mal gucken, was habe ich hier gesagt. Oh, ich habe vergessen, den wieder reinzupacken. Dann ist ordentlich was eingezogen bei mir. Aber so richtig was. Ich fange mal mit dem so halb schön an. Ich hatte ja erzählt, dass ich Knitcrate gekündigt hatte, weil mir die Septemberfarben so gar nicht gefallen haben. Und ich wusste nicht, wie das mit dem Aussetzen geht. Also habe ich gedacht, kündige ich erstmal, kann ich ja wieder anfangen, wenn ich wieder gut finde. So, ne? Und ja, dann haben die mich ja angeschrieben und gesagt, so, Mensch, komm doch mal wieder zurück und du kriegst ein Paket umsonst. Und ich so, wenn ich ein Paket umsonst kriege, kann man ja mal mitnehmen. Ne? Allerdings habe ich gedacht, dass ich, das war im Oktober, Anfang Oktober hatten die mich dann ja angeschrieben, meine ich. Und ich habe gedacht, dass ich dann das Oktoberpaket schon bekomme. Nee, ich habe jetzt doch das hässliche Septemberpaket. Gut, dafür habe ich eins umsonst bekommen. Die Große findet es geil. Also das hier jetzt nicht, ne? Das ist hier. Das ist gar nicht meins, ne? So, das ist hier wieder, wie heißt sie? Odin Wools, ne? Ich mag ihn. Aber ich mag nicht so ein Grün. Ich wüsste gar nicht, wo ihr so. Ich werfe das in den Raum. Wenn das jemand tauschen will, meldet euch bitte. Ich mag das nicht. Vielleicht findet sich da der ein oder andere, der das schon gerne verstricken möchte und zu wenig hat oder was oder das cool findet. Dann gerne melden per E-Mail oder ne, per Instagram oder wie auch immer. Und dann kommen wir uns, wir können uns garantiert einigen. Ich bin froh, wenn ich es los bin. Und genau, vielleicht kann man da einfach tauschen oder so. Oder so, genau. Ich habe auch übrigens immer noch, ich hatte in dem einen Podcast die Baumwolle von Knitcrate in den Raum geworfen. Hier diese schwarz-grau melierte, habe ich jetzt gerade nicht da. Aber auch die will ich noch loswerden. Also wenn da jemand Interesse hat, auch gerne melden. Dann habe ich umsonst bekommen, hätte ich mir auch nie gekauft,
Aber ich weiß ja, die Wolle lässt sich richtig geil verstricken. Da habe ich mir nämlich den Kuka-Cardigan draus gestrickt. Und das ist diese hier. Ich habe mir den Kuka-Cardigan von Rosa Pea aus der Grauen hiervon gestrickt. Ne? Das ist von Urujans, diese Sugar-Rated Sports. Und die fühlt sich schon echt geil an. Ne? Und das ist halt so lila, jetzt Glitzer. Und meine große, wow, das will ich. Da, ich so, ja, ich bin verschwommen. Hallo. Autofokus. Hallo, guten Morgen, danke. Ich labe auch so viel Müll, ne? Oh, manchmal denke ich, wie kann ein Mensch so viel Blödsinn reden? Ich kann das, ey. Ich wundert mich, dass, also mein Mann, der sucht irgendwann wahrscheinlich auch das Weite, weil ich nicht aufhöre zu reden oder was. Die Große fängt schon genauso an. Gott, ist so nervös. Er hat mich, er wusste ja, worauf er sich einlässt. Naja. Genau, und ich glaube, daraus werde ich ihr dann, wenn ich das mit der Tunika, die ich euch eben gezeigt habe, hinbekomme, dann kriegt die nämlich da eine Tunika draus, weil das ist nämlich eine Lauflänge 100 Gramm, 270 Meter. Und meine Große trägt jetzt so 110, 116. Das heißt, so eine Tunika kriege ich da locker draus. Ich habe 4 Stränge gebraucht für meinen Kuka-Cardigan in XL. Also kriege ich ja hier wohl locker eine Tunika in 110 raus oder was. 116. Doch, das wird was, das wird hinraum. Ne, also das war dann tatsächlich, hat sich gelohnt. Ne? Fand sie total gut. Ich habe jetzt hier die Goodies und so nicht gezeigt. Ne? Die habe ich gleich schon weggepackt. Für den Fall, dass man sie noch braucht. Und jetzt. Jetzt habe ich was Cooles. Ich hab euch doch den Yonagazuki gezeigt. Ne? Dass ich den auf dem Plan habe, aber noch keine Wolle gefunden habe. Ich habe eine Wolle gefunden. Und habe da gleich noch mehr gekauft. Ich habe Etsy durchgewühlt, ne? Weil ich wollte auch gerne so einen Braunton und ich wollte was Schönes, was so changiert und ja, irgendwie was Besonderes, ne? Weil man ja doch sehr viel Wolle dafür braucht. Und ja, ich bin bei Etsy fündig geworden, bei Abby Rose Design. Die sitzt in England und ich hätte gerne in Deutschland bestellt. Aber ich habe einfach nichts gefunden, was mir so richtig gefallen hat. Es war mir irgendwie alles zu bunt, das war irgendwie, oder es war mir zu teuer. Wo ich gesagt, gut, wenn ich jetzt nur 4 Stränge brauche, dann zahle ich auch mal ein bisschen mehr. Ich brauchte hier aber schon für den Yonagazuki jetzt schon ordentlich Wolle. Und dachte, oh nee, dann so 25 Euro für so einen Strang ist dann. So, und jetzt habe ich hier diese bestellt. Abby Rose Design. Könnt ihr das sehen? Das ist auch handgefärbt. Das ist Horst Chestnut, heißt die Farbe. Oh, die Farbe ist geil. Die ist so cool. Die ist cool. Ja, ich bin da echt. Oh, die ist so geil, die Farbe. Oh, tada. Und das ist DK Weight. Sollte ich ja auch haben hier für die Anleitung. Die Anleitung habe ich auch natürlich schon gekauft. Oh, bin ja auch schon. Ich sehe aus wie so ein Grufti hier, ne? Ich brauche Frühstück, ich habe Hunger. Hätte ich mal erst was essen sollen, aber dann wäre ich wieder nicht in die Gänge gekommen. Ich kenne mich ja. Und das ist auch. Eine Lauflänge von 225 Meter auf 100 Gramm. Und da habe ich ein bisschen mehr von bestellt, das sollte reichen. Die hatte nämlich 30% auf ihr gesamtes Sortiment. Das heißt, ich habe pro Strang 15 Euro bezahlt. Und der Versand aus England war 4,50. Also ganz ehrlich, da habe ich zugeschlagen. Weil einfach die Bilder, die sie hatte, die Produktbilder und dann so die Vergleichsbilder, die sie hatte, das hier war jetzt Chestnut. War so ein richtig geiles Herbstbild, was sie da als Inspiration genommen hat. Und dann habe ich natürlich noch was bestellt. Und das war die Farbe, wie heißt sie? Choco Chip Ice Cream. Oh, und die hat es mir angetan, ne? Ist das nicht der Hammer? Und das ist jetzt aber also Sockengarn. 75% Merino und 25% Nylon. Und das ist halt Choc Chip Ice Cream, die Farbe. Und genau. Und da habe ich überlegt, ich weiß noch nicht genau, aber da möchte ich mir halt gerne so ein auch schlichtes Shirt einfach draus stricken. Entweder den Eddie von Isabel Kramer, den finde ich halt auch sehr geil. Mit dem liebäugel ich schon ganz, ganz lange, weil der halt einfach schlicht ist und einen V-Ausschnitt hat. Oder hier diesen anderen von Isabel Kramer, den hat hier Nora sich gestrickt von Cat and White. Wie heißt denn der? Hat sie sich sogar einen zweiten jetzt gestrickt. Habe ich schon wieder vergessen, wie der heißt. Aber es ist halt auch ein ganz schlichter. Und sowas, weil eben so diese Sprenkelung halt schon so
brauche halt nicht viel Muster. Vielleicht ein leichtes Lace-Muster noch rein oder so, ich weiß noch nicht. Aber das möchte ich schon, dass das ein schön schlichtes Shirt wird, weil einfach das Garn nicht viel braucht. Ne? Und da habe ich 4 Stränge, aber bei 400, schön in der Ikea-Tüte, ne? Weil bei 400 Meter, denke ich, kriege ich da locker ein Shirt raus, auch ein XL. Und zur Not gibt es halt einen Dreiviertelarm, ne? Das kann man ja immer noch variieren. Ja. Aber das heißt, ich kann demnächst, wenn ich dann meine ganzen Projekte, ich habe mir schon wieder viel zu viel vorgenommen, wenn ich meine Projekte so ein bisschen mal in den Griff bekomme, kann ich auch den Miona Gatsuki endlich mal anschlagen. Ich müsste auch mein Girlfriends Cardigan endlich mal fertig stehen, der liegt da unten. Fehlen nur noch die Ärmel. Und die Taschen muss ich unten noch zunehmen. Ja, wir wollen im März wieder nach Dänemark, wenn das dann möglich sein sollte, wissen wir ja noch nicht, ob das so hinhaut alles, ne? So C-mäßig und so. Aber da möchte ich den eigentlich fertig haben, den Girlfriends Cardigan. Vor allen Dingen, weil wir ja dieses Jahr im Januar in Dänemark waren. Und da habe ich mir die Wolle gekauft für den Cardigan. Und ich habe den kurz danach angefangen, also für den Girlfriends Cardigan, ne? Da habe ich mir ja Isagar-Wolle gekauft. Der ist immer noch nicht fertig, weil ich ganz viele andere Sachen stricke und keinen Bock habe, Kraus-Rechts-Ärmel zu stricken. Oh. In Runden. Oh. Keine Lust mehr. Naja. So, jetzt kommen wir auch schon fast zum Ende. Habe ich hier alles? Ja. Genau, dann ist noch eingezogen ein Buch. Ich habe es noch nicht ganz durch. Ich habe es aber schon mehrmals durchgeblättert, weil ich es so unglaublich schön finde. Das ist das Seasonal Slow Knitting von Hannah Thiessen. Es ist auf Englisch. Und ich habe das, also Hannah Thiessen, die hat schon mehrere Designs für KnitCrate gemacht. Und das heißt, ich habe vor einem halben Jahr eine Mail gekriegt von KnitCrate mit dieser Buchankündigung, dass man die vorbestellt, dass man das vorbestellen kann. Ich habe es dann bei Amazon vorbestellt und das kam jetzt letzten Monat. Ich glaube, vor 2 Wochen habe ich es bekommen. Weil ich alleine schon dieses Cover absolut geil fand. Es sind meine Farben, das hat mich so angesprochen. Und das Coole ist, es ist halt auch wertig. Ne? Also wenn man hier dieser Schriftzug, der ist so eingestanzt. Also schon richtig cool. Von hinten ist es dann so. Und es ist kein typisches Strickbuch. Also es ist in 4 Saisonjahreszeiten eingeteilt. Ne? Also Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Geht mit Frühling los, ne? Ja, geht mit Frühling los. Die Bilder sind halt sehr, sehr wertig, sehr schön. Und man findet da halt Projekte drin, natürlich auch Projekte, aber auch ganz normale Sachen. So, hier zum Beispiel geht das los mit dem Frühling. Ne? So, Inhaltsverzeichnis extra nur für den Frühling. Und da findet man dann Sachen zum Beispiel, wie wasche ich meine Stricksachen, wie blocke ich das, meine Accessoires, dann ist hier ein Projekt drin, dann The Knitter's Dye Garden, also eben womit man pflanzlich zum Beispiel färben kann, ja genau, pflanzliche Färbung, normale Färbung, Rotating Your Stash, genau, Notions Organization, Needle Storage, ja, solche Sachen, also das ist halt, genau, es ist halt alles, ne, auf Englisch, aber es ist halt ganz toll illustriert und ganz viele Infos einfach auch bezüglich des Strickens, also so richtig interessant, also ich habe das schon zigmal durchgeblättert, weil ich das halt, hier ist zum Beispiel so ein Kaul drin, auch nochmal. Und weil ich das halt einfach so interessant finde, auch einfach, ich mag Bücher und Zeitschriften. Ich habe so einen Zeitschriften- und Büchertick. Ich habe aus manchen Büchern habe ich noch nichts gestrickt, aber ich finde die einfach so schön. Mir deckt die einfach durch. Genau, hier zum Beispiel so The Scent of Knitting. Ne, das ist halt einfach total schön illustriert und dann eben so einige, und das ist der Akku gleich alle, ne? Aber ich weiß das. Ja, also ich blätter jetzt hier mal schnell durch, bevor das hier gleich wieder alles durch ausgeht. Genau, es ist in 4 Jahreszeiten aufgeteilt und dann hier zum Beispiel nochmal so ein Schal, also ein Tuch. Was ich hier ist noch so ein ganz toller Pullover auch drin, den finde ich auch richtig schön. Ja. Genau,
Also da ist halt so einige Stulpen, Accessoires und dann halt so ganz viele Infos. Also das ist ein Buch, das sich tatsächlich richtig lohnt, was ich super schön finde, wenn man sich eben auch fürs Drumherum interessiert. Außer Atem. So, dann habe ich mir heute Zeitschriften gekauft. Einmal die neue Ottobre Kids. Da sind wieder ganz tolle Sachen drin. Blätter ich, also da habe mich jetzt überwiegend nur eins angesprochen, was ich unbedingt nähen möchte für meine Mädels. Und das ist dieses, das finde ich halt so richtig schön, ne? So dieses Kleid fürs Äffchen. Blendet ein bisschen ab. Und das ist halt auch für die Große. Die Bluse finde ich halt auch süß. Für die Große ist es halt auch drin nochmal in verschiedenen Größen. Aber es sind halt noch einige andere Sachen. Aber die kaufe ich eigentlich fast immer. Dann ist eine neue Zeitschrift rausgekommen. Mal gucken, ob ich das noch erzählen kann, bevor hier alles ausgeht. Selbstgestrickt. Ist von den Machern von Selbstgemacht. Das ist die erste Ausgabe. Konnte ich natürlich nicht dran vorbeigehen. Und da sind halt Babysachen drin, Accessoires drin, Deko, alles, was man so stricken kann. Und was ich halt auch sehr schön finde, ist, hier ist zum Beispiel bei den Babysachen, sind hier auch die Sachen von Mette Witwit drin, aus dem Buch Stricken für die Kleinsten. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Designer wirklich nur im Copyright neben dem Bild erwähnt werden. Das muss man tatsächlich richtig suchen. Ansonsten, die werden nicht explizit erwähnt, es sei denn, ich habe es übersehen. Aber ja, eben auch, ne? Wenn man sich das Buch nicht gleich kaufen möchte, weil man denkt, ich mag vielleicht nicht alles, kann man hier in der Zeitschrift mal gucken und schon mal stricken, da ist die Anleitung drin. Es sind noch andere Anleitungen drin und das ist ja eben das, was ich bei Zeitschriften eben ganz schön finde. Man muss nicht immer die teuren Anleitungen auf Ravelry kaufen, weil viele, gerade von den großen Designern, die Zeitschriften, so hier wie zum Beispiel hier The Knitter, habe ich mir auch gekauft jetzt hier wieder, ne? Ah, nee, Knitting ist das. Nee, The Knitter. Aber hier Knitting und The Knitter und hier solche Zeitschriften und auch die Anna und die Brigitte und was weiß ich nicht alles, ne? Die holen sich halt die Anleitung alle von Ravelry, ne? Also die haben dann wahrscheinlich Vereinbarungen oder Kooperationen mit den Designern und ab und zu findet man halt bekannte Designer einfach in diesen Zeitschriften. Und so eine Zeitschrift kostet dann zwischen 3 und 8 Euro. Aber eine Anleitung, gerade von den amerikanischen Designern, kostet zwischen 6 und 9 Euro, manchmal sogar drüber. Und es ist viel Arbeit, klar, verstehe ich, habe ich ja selber, ich habe nur eine Mütze, sag ich mal jetzt, und das ist halt für mich schon viel Arbeit gewesen, ich will gar nicht wissen, was so ein Colorwork, also es ist schon verdient, es ist schon in Ordnung. Aber ich weiß, dass eben viele schon Hemmung haben, so viel Geld gleich für eine Anleitung auszugeben, ne? Und deswegen, einfach nur für die, die es noch nicht wissen, guckt ab und zu einfach mal die Zeitschriften durch. Viele bekannte Designer sind in diesen Zeitschriften zu finden. Nicht in jeder Ausgabe, aber ab und an. Und ihr habt pro Ausgabe immer um die 10 Designs. Und wenn da mindestens 2 Designs drin sind, die euch gefallen, dann lohnt sich diese Zeitschrift schon für 5 Euro, weil eben eine Anleitung davon meistens schon teurer ist bei Ravelry. Und die müsst ihr dann noch ausdrucken. Und hier habt ihr das in Farbe. Es ist natürlich klar, wenn man Digital-Fan ist, dann ist das natürlich, aber ich habe einen Zeitschriftentick. Ich habe echt, oh, ich hatte auch die Eltern damals abonniert in der Elternzeit und habe nicht eine gelesen, aber sie sahen hübsch aus, ne? Bescheuert, ne? Umweltfreundlich, haha, ja. Nee, aber hier, also aus den meisten Zeitschriften habe ich tatsächlich auch immer schon so Kleinigkeiten gestrickt. Hier zeige ich euch jetzt mal nicht so viel, weil eben gleich alles ausgeht. Aber auch das ist wieder sehr schön illustriert. So, finde ich halt auch total gut. Dann hier bei den Dekos, ja, so Kleinigkeiten, so Handstulpen sind noch drin. Auch total schön. Und also es ist halt alles vertreten, ne? Socken, Accessoires und teilweise echt bekannte Tipps, Wolltipps, Shop, Buchtipps, ne? Also das finde ich halt auch ganz gut. Was haben wir hier? Zum Beispiel so eine Decke. Ja, genau. Da ist seit, ich glaube, seit ein paar Tagen im Handel jetzt. Einfach mal reingucken. Kann man ja vor Ort gucken, ne? Und dann entscheiden, ob man sie holt oder nicht. Hier The Knitter habe ich dieses Mal nur mitgenommen, weil da ist ein Pullover drin, den ich halt krass geil finde. Und den, denke ich, werde ich auch irgendwann, weil ich den einfach total schön finde. Der ist von Sarah Hatton. Gibt es garantiert bei Ravelry auch. Und da kostet die Anleitung dann wahrscheinlich 8 Euro. Oder so. Ne? Und jetzt habe ich hier für die The Knitter habe ich jetzt bezahlt 6,50 Euro. Und da ist halt noch so einiges mehr drin. Und was ich bei, und natürlich auch wieder Buchtipps. Übrigens ist das hier auch ein Buch, das ich mir unbedingt noch kaufen möchte. Skandinavisch halt, ne? Was ich bei The Knitter sehr geil finde ist, oh, ich muss mich beeilen, der Akku geht gleich aus.
dass da Garnalternativen drin sind. Also es sind die ganzen Designs, die in dieser Zeitschrift sind, hinten nochmal aufgeführt und Alternativgarne aufgeführt, die man nehmen kann. Na? Also das finde ich, so mal, find ich sehr, sehr gut. So, der Akku geht gleich aus. Ich muss mich verabschieden. Es tut mir leid. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles gezeigt und ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Und das blinkt. Oh Gott, ich will mich verabschieden. Ja, ich werde jetzt frühstücken gehen, ich werde mich an die Anleitung setzen und ihr werdet garantiert noch ein bisschen was von mir hören. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und ja, wenn es euch gefällt, genau, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Wenn ihr Bock auf das Gewinnspiel habt, nochmal, kommentiert einfach. Ich werde dann entsprechend auslosen. Und ja, ich glaube, ich habe schon wieder nicht alles gezeigt, was ich euch zeigen wollte. Aber es war halt jetzt schon sehr, sehr spontan. Und das, was ich jetzt vergessen habe, zeige ich euch auch beim nächsten Mal. Ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder dabei wart. Und ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Ich wünsche euch ganz tolle Strick- und erholsame Zeit. Eine ganz tolle Adventszeit, die noch nicht jetzt ganz losgeht. Aber so ein bisschen ja schon. Die Stimmung geht ja schon langsam los. Ich werde, glaube ich, nachher mal Marzipan essen. Und ich schweife ab und es blinkt. Oh Gott. Ja, genau. Wir sehen uns. Und... macht's gut, ihr Lieben. Oh, Moment. Jetzt aber. Macht's gut, ihr Lieben. So, hier bin ich nochmal einmal vom Handy und total kacke belichtet. Aber ich habe was vergessen. Der Akku war alle und ich konnte gar nicht alles erzählen, gar nicht alles zeigen. Ah, guck mal, jetzt sehe ich hier schon wieder. Ne? Wie das immer so ist. Naja. Was ich euch noch erzählen wollte. Ich habe euch ja schon vor einigen Videos, beziehungsweise als ich angefangen habe, die Projekttaschen zu nähen, von Fräulein Ann erzählt, die das Schnittmuster gemacht hat von der Projekttasche Britta. Und Fräulein Ann hat jetzt ihren Shop online gestellt. Am Freitag bin ich ja mit meinem E-Book online gegangen und sie hat ist mit ihrem Shop online gegangen. Und auch sie verkauft bei sich auf ihrer Webseite Projekttaschen von sich selber, also die, ne, selbstgenähte Projekttaschen und gestrickte Sachen, also so Babymützen, Kindermützen und sowas und genähte Kleidung. Überwiegend Newborn, ne, also für die ganz Kleinen, so Willkommensets und sowas und ja. Da wollte ich euch einfach nur drüber informieren. Vielleicht ist für den einen oder für den anderen was dabei. Es ist natürlich wieder Werbung, ganz viel Werbung. Und genau, ich verlinke euch das dann unten auch nochmal in den Shownotes und ja, genau. Ja, das war eine durchzogene Werbesendung, aber das ist es ja eigentlich immer, ne? Ich sag mal, Werbung ist es halt, sobald man einen Designer nennt, sobald man einen Wollhersteller, einen Handfärber nennt, es ist immer Werbung. Es ist egal, ob man es selber gekauft hat oder gestellt bekommen hat, es ist halt komplett Werbung, aber Inspiration geht ja nicht ohne Werbung, ne? Weil was nützt eine Inspiration, wenn man nicht weiß, wo man die Sachen herkriegt? Wo man das Schnittmuster kaufen kann oder umsonst runterladen kann oder wo es die Wolle gibt. Ne? Also von daher, ja, Werbung. So, und ich glaube, das war es jetzt alles. Und genau, ich werde dann gleich mal das Video bearbeiten und für euch hochladen und die Shownotes zusammen fügen und so. Und genau, macht's gut.